Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Wir setzen uns mal, nachdem wir im letzten Video einen, ich sag mal, relativ... Ja, man kann es ja anders sagen. Einen relativ beschissenen 75 Detection Stealth Run zu diesem Heist gelegt haben. Setzen wir uns jetzt mal kurz ran und machen jetzt mal so, wie man es eigentlich machen soll, zumindest so, wie ich es eigentlich machen wollen würde. Nämlich mit All Possible. Und wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde, klappt das auch. Also ganz kurz zur Erklärung, ich habe mir jetzt extra ein neues HUD-Code, was mir auch mal anzeigt, was wir, wie, wo, wann ist. Let's see, Bookshelf. Oh, nice. Moment, was war da? Das müsste sein Room, Food Card, Aquarium, okay. So, also es gibt zusätzlich zu den 8 Moneybags, zusätzlich zu den 8 Moneybags gibt es insgesamt 7 Artefakte. Das Gemälde ist nur ein Bug. So, wie ihr seht, hier oben stehen welche. Das, hier kommen wir jetzt leider nicht dran. Ich überlege noch, ob ich jetzt einen Pager riskieren sollte. Aber es lohnt sich nicht. Aber wie gesagt, hier kommen wir auch noch leicht, wirklich sehr, sehr leicht so ran. Da war er. Also ich zeige euch dann kurz die Spots. Unten, wo die 4 Räume sind, gibt es 4. Dort, wo die Zigarren, Zigaretten und Wein sind, gibt es... Alter, ich kann nicht sprechen. Die Deutschklausur habe ich einfach komplett fertig gemacht. Jedenfalls, hier gibt es 4 Artefakte, nämlich an den 4 Ecken hier. Die holen wir auch gleich. Einen Moment, da war jemand. Ich könnte jetzt die Guards mal runterschreien und falls es passieren sollte, werde ich das auch machen, aber bis dahin werde ich erstmal nichts unternehmen. So, haben wir hier Artefakt Nummer 2. Wie ich bereits gesagt habe, das Gemälde zeige ich euch ganz kurz. Das habe ich nämlich aus mehreren Screenshots gesehen. Das Gemälde, was hier noch angezeigt wird, ist eigentlich diese Map da hinten und diese Map kann man nicht nehmen. Ist leider nicht drinne. So, jetzt muss ich mich kurz beeilen, sonst könnte ich gleich hier aufs Maul kriegen. Da habe ich aufs Maul bekommen. Schade. Aber das war sowieso meine Idee, dass ich hier so eine Art, ich sag mal, Safe Place konstruiere. So dass ich mich zumindest hier unten frei bewegen kann. Also wenn ihr euch richtig erinnert, es ist ja ein Raum, ein Lifeboat und... Jetzt habe ich einen kurzen Aussetzer. Room, Lifeboat und Food Card war es dann noch. Wir warten noch für ihn, dass er noch ein bisschen weiterkommt. Jetzt lasst uns kurz schauen. Das hier ist der Raum mit dem Geld. Oi, wo geht der jetzt lang? Nein, jetzt habe ich das Window auch noch geschlossen. Mist. An sich ist der Heist... relativ leicht. Also ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt im letzten Video, das 75 Detection Achievement, das 75 Safe House Trophy Achievement geholt. Und wenn ich das jetzt mal mit dem anderen Heist vergleiche, den es da noch auf 75 Detection zu schaffen gibt, nämlich dem Carshop, das sind Welten. Das sind wirklich Welten, Leute. Also der Carshop auf 75, das war... Ne, einfach, beziehungsweise auf 70, das war einfach nein. Das hier auf One Down habe ich relativ schnell hingekriegt, also... Wie gesagt, man kann das eigentlich nicht vergleichen. So trivial, wie der heißt, auf 75 eigentlich ist. Wenn man ein halbwegs gutes RNG-Setting hat, geht das Carshop. Carshop, das ist... einfach nein. Oi, was macht der? Eigentlich sollte der mal langsam hier nach hinten kommen. So, ein weiteres Artefakt befindet sich nämlich hier hinten. Dort, wo die beiden stehen, wo wir jetzt gerade auch nicht hin können. Das wird schon mal zu mal besser. Ach komm, den holen wir jetzt hier mal. Dann haben wir hier nämlich unsere Safe Area. So, jetzt lass mich kurz überlegen. Wir hatten noch das Lifeboat und... Ja.
Da haben wir schon unsere zwei Taschen. Alter. Das war so relativ knapp. Sollte ich vielleicht aufpassen, dass nicht so ein Quatsch passiert. Ich meine, es ist immerhin der First Try und ich will das jetzt hier schon First Try, ne? Also... Ziel soll es sein, keinen Scheiß zu machen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle, auch wenn du das Video wahrscheinlich nicht sehen wirst, lieber Morty, dich einmal grüßen und den nochmal zu deinem wirklich extrem nicen Pacifist Run mit 75 Detection Risk beglückwünschen, weil ich muss sagen, richtig, richtig saubere Arbeit, dass du das geschafft hast. Also es ist meiner Meinung nach auf warte mal. Ich bin doch behindert, da hinten ist doch das Food Card. Erstmal schön dran vorbeigesnackt. So, wo habe ich das jetzt gesehen? Wo stand das jetzt? Das stand hier rechts, oder? Toll. Ich nehme mal den, ich sag mal, Weg außenrum. Lass mich kurz überlegen, an das letzte können... Ja, an das letzte könnten wir jetzt rankommen. Ist gar nicht mal so schwer. Ich werde trotz alledem zuerst einmal die Hauptmission abschließen und die anderen drei Artefakte dann safen, sobald wir raus sind. Also, wie gesagt, der Heist wird jetzt relativ schnell gehen. Ich mache das Video jetzt eigentlich nur, weil ich das eigentlich schon lange machen wollte und es wirklich eigentlich nicht schwer ist. Also dieser Heist ist wirklich einfach. Ich glaube, das war auch der Grund, warum die da diese Safe House Trophy mit 75 Detection Risk reingehauen haben. Wenn man das auf normal mit 75 nicht wirklich schafft, sollte man trainieren. Lasst mal schauen. Wir haben jetzt zwei Pager, ne? Oh nee, das ist auch... Jetzt ist das hier einzeln hingehen. Also, was war... Ach ja, genau, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal den lieben Appi grüßen. Lieber Appi, auch wenn du nicht mal Deutsch verstehst. Dear Appi, I'm greeting you. You are a very professional stealther and I'm honored that I can call you my stealth mate. Wenn es überhaupt jemand bis hierhin gesehen hat, also... Von der Sache aus gesehen. Denn ich weiß ja, meine Let's Plays sind weder gut noch qualitativ. Gott, ja. Meine Let's Plays sind weder gut noch qualitativ hochwertig. Von daher mache ich mir da keine besonderen Hoffnungen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich sagen muss, dass Appi ein extrem netter Mensch ist. Nicht zu verwechseln mit der, mit dem Diminutiv von Apuret. Wie gesagt, das Painting ist bugged, also sobald wir die letzten drei extra Fakte geholt haben, wird uns Bane auch sagen, dass wir alles am Loot eingesammelt haben und jetzt ruhig gehen können. Der letzte war der hier, oder? Ja, quasi. Ja, ja, da mal mit dem eidetischen Gedächtnis. Ich bekenne mich. Ich bekenne auch, dass ich wieder eine richtige Scheißrille. Es wäre schön, wenn ich zumindest rauskommen könnte. So. Dann... Entschuldigung. Haben wir jetzt zumindest die Basic-Sachen. Aber, wie ich bereits gesagt habe, wir gehen ja wirklich auf alles. Und verkacken am besten nicht so richtig hart. Also das Ganze oben, da kommen wir jetzt momentan weniger gut ran. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Ich probiere mal, dass ich das Artefakt von hier holen kann. Das nehme ich hier.
So, und dann ist jetzt nur noch die Sache, jetzt würde ich sagen, sollten wir zuerst nach ganz oben gehen und das Artefakt da holen. Das ist übrigens gerade der Pazifist-Run, fällt mir auf, nicht wahr? Interessant. Ja, dann machen wir jetzt unsere ECR-Marsch. Dann ist nämlich einmal hier noch das Artefakt. Au. Da kriege ich nochmal aufs Maul, aber egal. Da kriege ich richtig aufs Maul. So, das setzt nämlich hier hin. Wie ich bereits gesagt habe, hier. So, dann legen wir jetzt den letzten ECM. Und machen uns jetzt guten Gewissens auf und davon. Hier nochmal die Bestätigung, dass wir wirklich alles haben. Was ich jetzt nicht will, ist sterben. Das wäre nämlich ungünstig. Aber haben wir es dann auch geschafft. 11 Minuten mein dünnsches Gelaber, in 11 Minuten aber ganz kurz noch alles mitgesnackt, wie ihr gehört habt. Das Gemälde kann man leider nicht nehmen. Ja, das war es eigentlich schon von mir. Wie ich gesagt habe, ein ziemlich leichter Heist, meiner Meinung nach sogar noch leichter als Murky Station. Trotzdem, ich hoffe, euch hat das Video trotz allem drum und dran gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.